Schönen guten Tag aus der Sportnews-Redaktion. Im italienischen Eishockey, da wird derzeit im Zwei-Tages-Rhythmus gespielt. Heute Abend wird die Serie A mit dem 35. Spieltag fortgesetzt. Und die Südtiroler Teams, die sind auswärts im Einsatz. Sterzing ist in Valpellice zu Gast, Gröden muss nach Canazei zu Fassa. Und der HC Pustertal steht Cortina gegenüber. Hartes Stück wieder, aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, dann darf es sicher auch kein Problem sein. Morgen Abend wird die Runde mit dem Match Ritten gegen Asiago abgeschlossen. Es ist sicher wieder ein Spiel, wo man sagt, ist ein Test wieder. Nicht? Das ist also eine Vorbereitung für die Playoffs. Und ich glaube, wenn wir nicht konzentriert reingehen, dann glaube ich, wird es ein schlechtes Ende geben. Wir bleiben beim Eis, allerdings beim Eisklettern. Morgen wird um 17 Uhr am Thermenplatz in Meran die Weltcup-Etappe von Rabenstein eröffnet. Am Samstag und Sonntag geht es für die besten Eiskletterer der Welt am mächtigen Eisturm in der kleinen Ortschaft in Hinterpassaier um wichtige Weltcup-Punkte. Am Start sind auch die beiden Weltmeister, der Russe Alexei Tomilov und die Koreanerin Won Seung-shin sowie Vize-Weltmeisterin Angelika Rainer aus Meran. Heute Abend wird um 21.30 Uhr auf Reis Südtirol die Sportarena ausgestrahlt. Gast von Moderator Alex Tavarelli ist Peter Fill, der ausführlich über seinen Sieg in Kitzbühel erzählen wird. Gezeigt werden zudem Berichte vom Biathlon-Weltcup in Antholz und von den jüngsten Entwicklungen in der Eishockey-Serie A. Und das war's auch schon wieder von uns hier aus der Sportnews-Redaktion. Danke, dass Sie auch heute reingeklickt haben. Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Machen Sie es gut und bleiben Sie sportlich.